Hallo Leute, ich bin Anna. Ich will euch jetzt was zeigen. Meinen Rucksack. Und wieso ist dieser Rucksack aber wichtig? Weil für mich ist es wichtig, dass ich einen Rucksack für jeden Anlass habe. So, es ist egal, ob ich irgendwo Ausflug mache oder vielleicht zur Arbeit gehe, mit dem Kind, ohne Kind oder wie, was auch immer. Mein Rucksack muss alles durchstehen und muss für alles sein. So, ich hatte bisher einen Rucksack gehabt, auch von Samsonite, und ich war zufrieden. Nur der war etwas schwerer zu tragen. Dieser hier ist aber ganz im Gegenteil. Sehr leicht, sehr gut. Und was es mir hier gefällt, ist eigentlich, dass dieser Rucksack keine Außenfläche hat, aber dafür drinnen schon vieles reinpassen kann. So, ich habe diese Farbe ausgewählt, weil bisher hatte ich immer schwarze Rucksäcke und schwarze Taschen, diesmal rot. Das ist ein Samsonite, ein Security Pack. Es ist geeignet für einen Stadtausflug, wenn du zum Beispiel in der Stadt bist, wo viele Leute an dich gehen und herum sind. Deswegen hat dieser Rucksack keine Außenfläche, weil so können die Sachen, die wir dann drinnen tragen, keine Beine bekommen oder sowas. Das kann passieren. So, ich zeige dir gleich, was diesen Rucksack besonders macht. Dass die Fächer da an die Rücken sind. So, hier haben wir ein Fach. Genau. Und auf der anderen Seite noch ein Fach. Und ist schon sehr gut, sehr groß. Kann schon vieles reinpassen. Wenn du aber den Rucksack trägst, das sieht so aus. So, es ist schwierig, dass irgendwelche Hand, die nicht deine ist, rein dann kommt. Dann gibt es noch ein Fach hier. Die Maske. So, da passt auch vieles rein. Es ist schon sehr gut breit. Und ich zeige dir jetzt, wie es aussieht, wenn man ihn ganz öffnet. So, dieser Fach ist Hauptfach und es geht auch so. Das kann man ihn auch öffnen, das hier und das hier. Dann sieht man, wie viel wirklich Platz dieser Rucksack hat. So, da sind die Fächer. Da gibt es ein Kabel, Aufladekabel für Saku. Dann gibt es da kleine Fächer, wo vieles reinpassen kann, zum Beispiel. So. Dann hier ist einfach für die Flasche. Oder das hier noch ein Fach für ein Gerät oder Brille. Dann hier vielleicht. Da passt auch vieles rein. Keine Ahnung. Wenn du jemand bist, der immer wieder seinen Laptop mit sich trägt, dann gibt es hier auch ein Fach. Für Laptop, da passt schon etwas Größeres rein. Ich habe mein Tablet, aber. Und hier noch ein Fach. Dann, wenn ich alle meine Sachen dann zurückgebe und ihn dann schließe. Sieht das ungefähr. Was mir sehr wichtig war bei diesem Rucksack, dass dieser hier ist der große M. Es gibt auch ein S und noch eine größere Größe.
Für mich war das genug. Vielleicht kaufe ich irgendwann auch kleineres. Ich weiß es nicht. Es ist vielleicht gut, wenn man einen kürzeren Spaziergang macht oder so. Dieser ist aber für alles für mich genug, weil ich mag, wenn ich eine Tasche, einen Rucksack habe für jeden Tag, dann muss ich nicht meine Sache immer wieder so über verschieben oder sowas, die Tasche wechseln. Das ist für mich nicht praktisch. Was ich zeigen wollte, hier gibt es schon genug Platz, weil mir war das wichtig, dass ich, wenn ich zur Arbeit gehe, auch Platz für eine Jause habe. Und dieser Rucksack hat das. Zum Beispiel, wenn ich hier alle wichtigen Sachen drinnen habe, gibt es schon genug Platz. Ich kann hier diese Box reingeben. So, kein Problem, es passt noch etwas. So, wirklich, wenn du noch immer überlegst, ob du den Rucksack kaufen solltest, oder meine Erfahrung, kann ich dir sagen, dass ich sehr zufrieden bin mit dem. Ich trage ihn schon 1 bis 2 Monate, glaube ich, und bisher bin ich sehr zufrieden, was es mir sehr, sehr wichtig ist. Der Rucksack ist sehr leicht, so wenn ich auch meine Sachen reingebe, es ist einfach ihn zu tragen. Jetzt, es hängt auch davon ab, was du von einem Rucksack erwartest, und ja, für die einfachen Ausflüge ist der schon gut und passend, und ich mag ihn bisher war er super, und ich mag ihn auch für meine Tochter, wenn sie was braucht oder sie was will, dann kann ich ihn mitnehmen, und da rein passen auch ihre Dinge, ja genau, die Dinge wie Spielzeuge, Schatz, du. Die Niki hat aber seinen Rucksack, damit es klar ist. Sie trägt auch ihn. Kannst du jetzt meinen Rucksack zeigen? Nein, will ich nicht. Nur mein Rucksack ist noch, das ist wichtig, wasserdicht. Weil einer Rucksack, den ich früher hatte, war nicht wasserdicht. Dann waren beim Regen so oft die Sachen drinnen ein bisschen nass. Bei diesem Rucksack passiert das sicher nicht, weil ich habe schon Erfahrungen. Ich war im Regen mit ihm und alles ist ganz, ganz sauber und ganz trocken drinnen, so wie er ist wirklich super, wenn es darum geht. Was ist aber die Sache, die es nicht passt bei diesem Rucksack? So etwas, was nicht passt, muss ich sagen auch, es muss etwas geben, was es nicht passt. Ah ja, er hat schon viel, viel Platz drinnen, aber wenn du auch etwas Breiteres tragen willst oder sowas, dann ist das ein bisschen problematisch. Der hat schon Platz, aber ist so mehr ein bisschen enger, weil wenn du auch da drin einen Laptop hast und so, dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber sonst für einfache Sachen wie diese, die ich drinnen habe, das geht wirklich einwandfrei und super. Genau. Der ist auch umweltfreundlich. Das ist auch super. So ist es. Mein Rucksack für jeden Tag. Danke fürs Zuschauen, ich begrüße dich und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, ciao!